Wut liegt in der Luft in Athen. Vor dem Parlamentsgebäude in der griechischen Hauptstadt demonstrieren tausende Menschen gegen die internationalen Forderungen nach weiteren Einsparungen, die der pleitebedrohte Staat umsetzen soll für neue Hilfsgelder. Viele Menschen hier sagen, sie fühlen sich gedemütigt und erpresst. Kürzen, kürzen, kürzen. So können wir nicht leben. Wir sind in einer Sackgasse angelangt. Wir lieben Europa, wir wollen Teil von Europa sein. Aber leider stoßen und treten sie uns, als ob sie sagen wollten, raus mit euch. Meine Generation und die kommenden Generationen müssen für etwas zahlen, für das sie nicht verantwortlich sind. Umfragen zufolge steht ein Großteil der Griechen hinter dem Kurs der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras von der linken Partei Syriza, auch wenn die Zustimmungsraten seit dem Amtsantritt Anfang des Jahres gesunken sind. Unter anderem kritisiert Tsipras das Beharren der Kreditgeber auf niedrigeren Renten. Bei den Demonstranten hier stößt das auf Zustimmung. Sie verhandeln. Zum ersten Mal wird richtig verhandelt. Und damit können wir wieder stolz darauf sein, Griechen zu sein. Die Zeit drängt für Griechenland. Das laufende Hilfsprogramm läuft Ende des Monats aus. Ohne neue Hilfsgelder droht dem Land der Bankrott und womöglich der Austritt aus der Eurozone.